Hallo, ich bin der Dino. Ich bin hier im ADAC Technikzentrum in Landsberg am Lech und leite den ADAC Fahrzeugtest. Heute erfahrt ihr alles zum Thema Reifenabrieb. Reifenabrieb meint schlicht und einfach all das Gummi, welches nach gewisser Fahrzeit auf der Straße landet. Laut aktuellen Studien sind das pro Jahr allein in der EU rund 500.000 Tonnen. Das Thema Umweltbelastung durch Reifenabrieb rückt deshalb immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Der ADAC hat nun erstmals bei rund 100 Sommer- und Winterreifenmodellen umfassend ausgewertet, wie viel Reifenabrieb pro Fahrzeug mit den jeweiligen Reifenmodellen entsteht. Wir sehen hier einen Neureifen im Vergleich zu einem Reifen nach 15.000 Kilometern. Wir sehen hier sehr schön an der Reifenflanke, wie dieses Gummi abgerieben wurde und jetzt in der Umwelt liegt. Für die ADAC-Studie wurde jeder Reifen nach Montage und Wuchten auf die Straße geschickt. Alle 2.500 Kilometer haben die Experten die Reifenmodelle gewaschen und gewogen. Und das alles genau 7-mal pro Reifen. Wie viel Gummi nach insgesamt 15.000 Kilometern buchstäblich auf der Strecke geblieben ist, zeigt der Blick auf die Waage. In unserer Untersuchung kann vor allem eine Reifenmarke überzeugen und das ist Michelin. Michelin-Reifen zeigen einen sehr geringen Reifenabrieb von durchschnittlich nur 90 Gramm pro 1.000 Kilometer. Und gleichzeitig schafft es Michelin, diese Balance zwischen geringem Reifenabrieb und sicheren Fahreigenschaften perfekt umzusetzen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch Premium-Hersteller wie Continental, Bridgestone oder Pirelli, die das Thema Reifenabrieb noch nicht im Fokus zu haben scheinen. Insbesondere Pirelli hat einen durchschnittlichen Reifenabrieb von 134 Gramm pro 1.000 Kilometer. Das sind rund 50% mehr als bei einem Michelin-Reifen. Die Auswertung macht vor allem eines klar. Reifen für kleine und leichte Fahrzeuge produzieren deutlich weniger Reifenabrieb als die großen Reifendimensionen, welche beispielsweise auf schwere SUVs montiert werden. Zudem zeigt die Studie, dass es die heutige Reifentechnologie durchaus zulässt, einen umweltschonenden und zugleich sicheren Reifen zu bauen. Viele Hersteller konzentrieren sich aber derzeit lieber auf die Fahreigenschaften. Was ich schon sehe, und das sorgt mich auch etwas, dass die Reifendimensionen bei Neufahrzeugen immer größer werden. Also nicht nur in der Seriengröße, wie man das Fahrzeug ordern kann, sondern auch in den Aufpreislisten gibt es immer noch größere, immer noch breitere Reifen, die komplett im Gegensatz zu dem Umweltgedanken stehen. Denn breite Reifen haben mehr Materialaufwand, mehr Gummi, emittieren somit auch mehr Reifenabrieb in die Umwelt. Und viele Fahrzeugkäufern ist das wahrscheinlich gar nicht bewusst, ja, dass sie hier einen Reifen kaufen, der am Ende viel umweltschädlicher ist als die Standardbereifung. Alle wichtigen Infos zum Thema Reifenabrieb und auch alle aktuellen Reifentests gibt's zum Nachlesen unter adac.de.